Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Ich habe mich mal in den letzten Tagen wieder mit den besten Möglichkeiten beschäftigt, wie man zurzeit noch im GTA Online Diamond Casino am besten Geld verdienen kann. Und da bin ich genau auf drei Geldtricks gekommen, die meiner Meinung nach zurzeit am besten sind. Jo, und genau darum geht es hier in dem Video, die drei besten Geldtricks, die zurzeit immer noch im GTA Online Casino funktionieren. By the way, so sieht es übrigens aus, wenn euer Penthouse-Tresor in eurem Penthouse-Büro komplett voll ist mit Chips, mit Casino-Chips, also zumindest hier das mittlere Regal und das obere Regal, alles voll mit Chips. Der letzte Stapel, das ist der hier, der kommt dann dazu, wenn ihr wirklich 12 Millionen GTA oder 12 Millionen Chips halt habt. Ich meine, das ist im Prinzip dasselbe 1:1. Ab 12 Millionen Casino-Chips kommt hier noch der letzte Chips-Stapel dazu. Und jo, ab da ist euer Tresor komplett voll. Wir fangen mal an mit dem ersten Casino-Geldtrick, der zurzeit immer noch funktioniert. Und das ist ein Glücksrad-Trick. Es gibt hier nämlich eine Möglichkeit, das Glücksrad auch ganz langsam zu drehen. Ihr kennt das ja, ihr geht ans Glücksrad ran. Warte mal, ich muss mal kurz noch was einstellen. Sollt ihr übrigens auch machen, wenn ihr Bock habt, unendlich Versuche am Glücksrad zu haben. Netzwerk gleich mal hier auf mit dem Internet verbinden. Jetzt Doppelklick PSN-Taste, dass ich gleich wieder ins Game komme. Und Doppelklick PSN-Taste nochmal, da komme ich gleich wieder auf Internet verbinden. So. Okay, wieder zurück. Nice. Das habe ich mir schon mal so hingelegt, das Menü. Ihr kennt das ja jedenfalls. Ihr dreht am Glücksrad oder wollt halt dran drehen. So. Macht ihr fortfahren. Und jetzt habt ihr ja die Möglichkeit, mit dem linken Stick das Glücksrad zu drehen. Aber wie dreht ihr das jetzt schnell und wie dreht ihr das langsam? Ganz einfach. Das wusste ich vorher überhaupt nicht. Hat mir ein Kumpel empfohlen, Kollege. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an Urinamsel. Du weißt Bescheid. Die meisten, denen ich das erzählt habe, die wussten das auch nicht. Wenn ihr den linken Analogstick nach oben drückt, dann holt er wie hart aus. Und wenn er jetzt nach unten zieht, dann wird er das Glücksrad schnell drehen. Ihr könnt überhaupt nicht einschätzen, wo wird es landen, ist komplett random. Und wenn ihr nicht auf dem Feld landet, wo ihr wollt, zum Beispiel das Autofeld, dann geht jetzt einfach schnell wieder Internet verbinden und wieder verbinden, meine ich, also Internet trennen und wieder Internet verbinden. Und geht dann wieder mit Doppelklick auf den PSN-Button raus. Ihr werdet jetzt in den Story-Modus geschmissen und wenn ihr im Story-Modus seid, könnt ihr gleich wieder in den Online-Modus joinen. Am besten private Sitzung, geht am schnellsten. Ihr könnt natürlich auch den alten Trick machen, über Anwendung schließen. Zum Beispiel, wenn ihr mit mehreren Leuten in der Party seid und trotzdem den Trick machen wollt und eben nicht ständig aus der Party gekickt werden wollt, ist ja logisch, dann Anwendung schließen. Ansonsten, wenn ihr das allein macht und allein unendlich Spins, unendlich Versuche am Glücksrad haben wollt, dann macht es halt mit dem Internet-Trennen, Internet-Verbinden-Trick. Das geht natürlich doppelt so schnell, als wenn ihr die Anwendung schließt, also das Game komplett neu startet. Jetzt, wie gesagt, GTA Online aus dem Story-Modus, Sitzung für Spieler mit Einladung. Geht deutlich schneller, als wenn ihr gleich losgeht und in eine öffentliche Sitzung reinjoint, wo mehrere Spieler drin sind. Bin wieder zurück am Glücksrad und ich kann wieder spinnen. Also der Unendlich-Versuche-Trick mit dem Glücksrad funktioniert immer noch, da wurde bis jetzt noch nichts gepatcht. Wenn ihr jetzt nicht den linken Stick nach oben macht und dann nach unten, wenn ihr jetzt einfach nur ans Glücksrad geht und den linken Analogstick nach unten drückt, dann wird ihr das Glücksrad langsam drehen. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, um einzuschätzen, wo das Glücksrad ungefähr landet, auf welchem Feld das ungefähr landet. So, bin jetzt ein Feld vor Auto gelandet. Nicht so optimal, aber okay, ich gebe mich damit zufrieden, weil ich habe den Turismo Classic eh schon. Jedenfalls finde ich, ihr könnt es viel besser abschätzen, wenn ihr das Glücksrad langsam dreht, als wenn ihr das Glücksrad schnell dreht. Das ist mir echt zu random. Also wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall mal langsam drehen. So, wir gehen jetzt mal zu den Pferdewetten. Ja, wie gesagt, gibt es zurzeit einen guten Pferdewetten-Geldtrick, der immer noch funktioniert. Und ich meine damit nicht den Glitch, der wurde wie gesagt heute gepatcht. Und deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Pferdewetten-Geldtrick, der zurzeit immer noch sehr gut funktioniert. Hat mir einige Leute in die Comments geschrieben. Dank auf jeden Fall dafür. Damit könnt ihr in einer halben Stunde ca. 100.000 bis 250.000 GTA-Dollar solo machen. So, Wette platzieren. Nochmal kurz zu den Pferden an sich. Das war vielleicht nicht ganz klar gewesen beim anderen Video, was ich gemacht hatte. Das erste Pferd gewinnt immer am meisten. Das zweite am zweitmeisten. Das dritte am drittmeisten. Das vierte am viertmeisten. Das fünfte am fünftmeisten. Das sechste, das gewinnt wirklich ganz, ganz selten. Ja. Ich hatte ja mal ausgerechnet, was heißt ausgerechnet gehabt? Ich hatte mal 100 Rennen gemacht und dann mal pro 10 Rennen die Pferde aufgeschrieben, die immer gewonnen hatten. So, da kam raus, im Durchschnitt kam raus, das muss jetzt nicht immer stimmen. Jedenfalls hatte von 10 Rennen immer das erste Pferd so 4 bis 5 Mal gewonnen, das zweite Pferd 3 bis 4 Mal, das dritte Pferd 2 bis 3 Mal, das vierte Pferd 1 bis 2 Mal alle 10 Rennen, das fünfte Pferd einmal circa alle 10 Rennen und das sechste Pferd, das hatte in 30 Rennen circa einmal gewonnen, wenn nicht sogar in 40 Rennen nur einmal. Muss jetzt aber nicht heißen, dass das erste Pferd immer 4 bis 5 Mal gewinnt. Das ist nur der Durchschnitt. Das ist jetzt hier keine Gewinngarantie oder sowas. Es ist nur mein Durchschnitt, den ich rausbekommen hatte nach 100 Rennen. Wirklich alle 10 Rennen mal auflisten. Dann diese Zahl, die hier steht, das ist immer die Wettquote. 2, 1, 5, 1, 7, 1 und so weiter.
5-1 heißt zum Beispiel, dass mein Wetteinsatz, wenn ich jetzt maximal 10.000 wette, verfünffacht wird. Ich bekomme praktisch 50.000 GTA-Dollar Gewinn und nochmal meinen Einsatz zurück, also insgesamt 60.000. Hier zum Beispiel 70.000. Ich glaube, das wäre geklärt. Jetzt zu dem Trick an sich. Im Prinzip geht es darum, wenn ihr hier seht, das erste Pferd hat eine schlechte Quote, zum Beispiel 2-1, dann geht ihr raus. Ihr geht hier raus und ihr geht hier raus, solange bis ihr den PC-Bildschirm von außen seht. So. Und jetzt geht ihr wieder rein und schaut, Wett platzieren, ob die Quote jetzt gut ist. Weil immer, wenn ihr rausgeht, bis zum PC-Bildschirm wieder reingeht, auf Wette platzieren, dann werden die Quoten neu gemischt. Und hier geht ihr jetzt so lange wieder raus und wieder rein, bis das erste Pferd wirklich die optimale Gewinnquote von 4-1 oder 5-1 hat. 5-1 ist ja die höchste Quote fürs erste Pferd. Aber dabei müsst ihr auch noch was beachten. Okay, wir gehen jetzt erstmal raus. Wenn ihr jetzt wieder reingeht, auf Wette platzieren und ihr merkt, verdammt, die Quote vom ersten Pferd, die Wettquote ist immer noch schlecht, dann geht ihr nicht sofort wieder raus, ihr spammt jetzt nicht sofort Kreis-Kreis, dass ihr wieder draußen seid, dass dann die Quote wieder neu gemischt wird, sondern ihr wartet erst kurz 5 Sekunden oder ihr wartet, bis hier oben diese grüne Dollar-Anzeige verschwunden ist, bis ihr nur noch diese Chips-Anzeige seht. Finde ich echt am praktischsten und dann geht ihr langsam raus. Also so und wieder so und dann wieder X bestätigen, Werte platzieren, schlecht, kurz warten, Achtung, Chips-Anzeige. So, jetzt langsam wieder raus und wieder rein. Quoten werden wieder neu gemischt, Werte platzieren. So. Das ist nämlich halt das Ding, wenn ihr jetzt das schnell macht, Achtung, mach mal schnell, so, Wette platzieren, Steuerkreuz am besten, seid ihr gleich auf Wette platzieren, wieder zurück, wieder rein, schlecht, wieder zurück, wieder rein. So, jetzt kommt nämlich oben, du hast nicht genügend Jetons, um Inside Track zu spielen, obwohl ich genug Jetons habe, ja, das ist das Ding. Jetzt werde ich praktisch hier ausgesperrt, weil ich zu schnell gespammt habe. Ich habe die Quoten zu schnell gewechselt, das will halt Rockstar nicht. So, jetzt könnt ihr Folgendes machen, ihr könnt jetzt an Automaten gehen irgendwo, wo ein geringer Einsatz ist und da zocken und dann wieder hier rangehen, dann müsste das wieder gehen. Aber es war oft bei mir ziemlich verbuggt, von daher lieber Sitzung wechseln. Ich mache es mal so, wenn euch das passieren sollte, es gibt ja natürlich eine Möglichkeit, wie ihr das umgehen könnt, wie gesagt, eben dadurch, dass ihr das langsam macht. Aber wenn euch das passieren sollte, einfach zum Beispiel mal Story-Modus und dann wieder private Sitzung. Jetzt habe ich beim ersten Pferd die 4-1er-Quote, das heißt, mein Einsatz wird hier vervierfacht, ich bekomme 40.000 Dollar Gewinn. Das zweite Pferd hat eine 5-1er-Quote. Jetzt sagen einige, es muss hier beim zweiten Pferd eine unterschiedliche Quote sein. Es darf jetzt hier nicht noch eine 4-1er stehen, ansonsten ist es halt schlecht, sonst wird das 1er-Pferd nicht so oft gewinnen. Ich finde aber, es macht keinen Unterschied, für mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt hier eine gleiche Quote habe oder eine unterschiedliche. Das 1er Pferd hat genauso oft gewonnen wie verloren, egal welche Quote jetzt hier beim zweiten Pferd stand. Meine Meinung. Jedenfalls, ihr geht jetzt hier auf das erste Pferd, setzt einen maximalen Einsatz von 10.000 und platziert dann eure Wette. Wir setzen jetzt auf das erste Pferd, weil es halt am meisten gewinnt und mit der höchsten Quote von 4-1 oder 5-1 habt ihr halt noch eine Möglichkeit, euren Gewinn zumindest noch zu verdreifachen oder zu verdoppeln, falls es jetzt einmal verlieren sollte, dann nochmal verlieren sollte. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht so oft verlieren, das erste Pferd. Schauen wir mal, ob es gewinnt. Da, 2 ist erster gewonnen. Jetzt natürlich das Ganze nochmal machen, bis ich wieder eine richtig gute Quote habe auf dem ersten Pferd. 2-1er ist nicht so nice. Wieder rausgehen und nochmal machen. Oh, 5-1er-Quote ist nice, auf jeden Fall, nehme ich. 5-1er-Quote, 10k, Wette platzieren. Die 6 hat gewonnen, Alter. Übelst selten, dass die gewinnt, aber okay, wir machen es nochmal. So lange, bis wir eine gute Quote haben. Und dann wieder das gleiche. Okay, nice, wieder 5-1er, lol. Alles klar, let's go, Wette platzieren. So, erste Pferd hat gewonnen, auf jeden Fall, beim dritten Anlauf, beim dritten Versuch, nice. 60k dazu bekommen, 50k gewonnen. Wir hatten zweimal versucht. Wir sind immer noch im Plus. Wir haben unseren Einsatz, also das, was wir vorher verloren hatten. Die 20.000 haben wir jetzt raus und wir sind immer noch gut im Plus. Ja, und jetzt können wir erneut spielen und mal schauen, Wette platzieren. Was haben wir? 3-1er-Quote. Ja, und jetzt immer so weitermachen, bis hier wieder eine 4-1er oder eine 5-1er-Quote steht. Ich hatte mal ein kleines Experiment gemacht und das mal eine halbe Stunde lang probiert. Also immer so lange rein und wieder rausgehen, bis ich die optimale Quote beim ersten Pferd habe, also 4-1er, 5-1er. Und dann mal geschaut, was hatte ich dann nach der halben Stunde an GTA-Dollars verdient. Ich habe dazu mal ein paar Bilder gemacht. Das hier mein Anfangskontostand und das hier ist mein Endkontostand mit der optimalen Quote vom ersten Pferd nach einer halben Stunde. Gut, das ist ja nicht eine halbe Stunde, das ist ein bisschen mehr. Aber ich habe halt ein paar Mal verkackt. Ich bin ein paar Mal zu oft zu schnell rausgegangen und musste dann öfters mal die Sitzung wechseln. Von daher einfach die 10 Minuten hier abziehen, was ja zu viele, so 12 Minuten, wie auch immer. Jedenfalls, hier ist mein Anfangskontostand, 13.086.302. Und das ist mein
Endkontostand mit der Methode 13.216.302. Das heißt, ich habe in rund 30 Minuten 130.000 GTA-Dollar plus gemacht mit der Pferdewetten-Methode, mit dem Pferdewetten-Geldtrick. So, ich habe mal noch was ausprobiert. Und zwar, ich habe mal eine halbe Stunde lang hier von 17.08 Uhr heute bis 17.39 Uhr eine halbe Stunde lang nur auf das Pferd 6 gesetzt. Ganz stur nur auf das Pferd 6 mit maximalem Einsatz von 10.000 GTA-Dollar. Mal gucken, was bei rausgekommen ist. Also, das ist mein Anfangskontostand. Nicht wundern, ich habe das einen Tag später probiert gehabt und deswegen der Kontostand ist ein bisschen anders jetzt. Habe da noch ein bisschen was gewonnen gehabt an Automaten. Jedenfalls 13.631.202. Okay, nach einer halben Stunde sah es dann so aus. Nachdem ich stur auf Pferd 6 gesetzt habe mit immer 10.000 GTA-Dollar oder Chips-Einsatz, wie auch immer. Ich hatte dann 13.171.202 GTA-Dollar. Pferd 6 hatte in 30 Minuten nicht ein einziges Mal gewonnen gehabt. Und das heißt, ich habe hier einen Verlust von 460.002 GTA-Dollar gemacht. Alter, heftig krasser Verlust. Würde ich echt keinem empfehlen, nur stur auf Pferd 6 zu setzen. Hätte das jetzt einmal gewonnen in der halben Stunde, was ja passieren kann, wäre ich trotzdem noch im Minus mit 160.000. Also ich hätte dann maximalen Gewinn von 300.000, wäre trotzdem noch mit 160.000 im Minus. Alter, ganz, ganz miese Methode. Wie gesagt, ich persönlich, ich würde wirklich allen nur die erste Methode empfehlen, aufs erste Pferd mit der besten Quote von 4-1 oder 5-1 zu setzen. Ihr macht damit, wie gesagt, in einer halben Stunde ca. 100 bis 250.000 GTA-Dollar, wenn es richtig gut läuft, bis zu 250.000 oder vielleicht noch mehr, je nachdem, wie oft Pferd 1 gewinnt und je nachdem, welche Quote ihr habt, ob ihr jetzt immer 4-1 oder öfters mal die 5-1 bekommt. Na, bei mir war es ein bisschen weniger dann, bei mir hatte Pferd 1 dann ein bisschen weniger gewonnen, deswegen war es ein bisschen niedriger. Manchmal kann es auch wirklich passieren, dass das Pferd alle 10 Rennen vielleicht 6 oder 7 Mal gewinnt, anstatt nur 4 oder 5 Mal. Ja. Das ist halt das Ding. Wir springen mal jetzt weiter zum nächsten Casino-Geldtrick, der immer noch gut funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach immer noch der beste Casino-Geldtrick, der zurzeit immer noch am besten funktioniert, nämlich der Blackjack-Geldtrick in der Version 2.0. Ich habe es noch ein bisschen optimiert, dass es halt hier verhindert, dass die Einsätze gespeichert werden, zumindest auf Konsole, auf PC. Hab keine Ahnung, weil ich bin halt PS4-Zocker. Ja, ich weiß nicht, wie das auf PC funktioniert. Müsst ihr halt mal schauen, ob ihr das da irgendwie hinbekommt. Bevor es um Blackjack-Geldtrick geht, nochmal kurz was zur Erklärung zu Blackjack an sich. Wie funktioniert das überhaupt? Aus dem Grund, weil sich einige Leute ja beschwert hatten, dass ich das nicht erklärt hatte. Okay, bei Blackjack müsst ihr auf die Zahl 21 kommen und dabei noch den Dealer schlagen. Also mit euren Kartenwerten müsst ihr mindestens auf die Zahl, also optimal auf die Zahl 21 kommen. Nehmen wir an, der Dealer hat jetzt eine 18, dann müsst ihr mindestens eine 19 oder eine 20 haben, um zu gewinnen. Oder ihr hofft darauf, dass sich der Dealer überkauft. Also zumindest, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel eine 14 oder eine 15 habt, dass der Dealer auf 22 oder 23 kommt mit seinen Karten. Und dass ihr dann trotzdem gewinnt, weil sich der Dealer überkauft hat. Okay, ich zeige es einfach mal. By the way, der Dealer, der muss immer bis 16 ziehen bei Blackjack und muss bei 17 stehen bleiben. Da darf er keine Karte mehr ziehen. Wenn er eine 16 hat, zum Beispiel eine 10 und eine 6, muss er noch eine Karte ziehen. Wenn er zum Beispiel eine 10 und eine 7 hat, darf er keine mehr ziehen. Alles klar, ich mache einfach mal, weiß ich nicht, ich mache mal mit 1000 einfach so Learning by Doing, kurz erklären. Hab eine 10. Er deckt eine zu, dass ich nicht sehe, das ist ganz normal. Ich habe jetzt eine 14 und er eine 10. So, ziehen wir noch eine. Hab eine 19, bei 19 halte ich. Ich erkläre das Ganze nochmal mit der Blackjack-Tabelle, nachdem ich den Geldtrick erklärt habe. Es gibt nämlich eine Blackjack-Basisstrategie, auf die ich auch nochmal drauf eingehen werde. Macht ziemlich Fun, wenn er danach spielt. So, halten auf jeden Fall. So, und dann müsst ihr natürlich die Kartenwerte im Kopf haben. Ja, er hat jetzt gewonnen, weil er 20 hat, ich hatte 19, war ich leider drunter, ja, der Dealer war näher dran als ich an der 21 und von da habe ich verkackt. Na, jedenfalls merkt euch die Kartenwerte, eine 3 ist eine 3, logischerweise, eine 4 ist eine 4 und so weiter und alles ab Bube, Dame, König, das ist eine 10, zählt als 10 und ein Ass zählt entweder als 1 oder als 11. Ich habe jetzt eine 3, zweimal eine 3, da kann ich splitten mit der 1, splitten, so. Und da kann ich richtig fett Asche machen, wenn ich das hier gewinne. Ich werde es einfach mal just for fun verdoppeln. Let's go. Da legt er die Karte so schräg hin. Jetzt werde ich die rechte Hand auf jeden Fall halten. Bin ich mir zufrieden. Mit einer 18 ist voll okay. Nice. Ehre. Geil. Rechte Hand hat gewonnen und die linke Hand leider nicht. Egal. Jedenfalls, wenn ihr gut spielt, wenn ihr ein paar Karten zum Splitten habt und dann nochmal verdoppelt, könnt ihr hier um die
200, 300.000 machen in ein paar Minuten. Also wenn ihr gute Hände habt, hatte ich schon mal in 5 Minuten 500.000 gemacht, Alter. Übelst krasse Hände gehabt. Jetzt zum Blackjack-Geldtrick in der Version 2.0. Wie funktioniert der? Also stellt euch vor, ihr spawnt jetzt in eurem Penthouse. Ja, also hier Spawnpunkt Casino Penthouse und geht dann an den Blackjack-Tisch. Kann ich übrigens nur empfehlen, an den Tisch hier ranzugehen, weil wenn ihr spawnt, seid ihr einfach ganz schnell am Blackjack-Tisch, könnt ganz schnell zocken. Ihr müsst ja nicht durchs komplette Casino laufen, erstmal zu den High-Limit-Tables, dauert einfach viel zu lange. Jedenfalls, bevor ihr euch an den Tisch ransetzt, erstmal auf Stil gehen im Interaktionsmenü, Accessoires und irgendwas ändern. Ja? Irgendeine Maske, Hut, Brille oder irgendwas. Ich ändere mal die Masken. So, auf nichts, Ananas-Maske auf nichts und dann warten, bis es speichert. Unten rechts, kleine gelbe Ladeschnecke beachten. So, jetzt gleich an den Tisch ransetzen. Und jetzt habt ihr ein 30 Sekunden Zeitfenster, wo das Game nichts speichert, zumindest auf Konsole. So, 50.000 setzen, jetzt kommt die riskante Methode, sollte man nicht machen, normalerweise. Und mal gucken. Wir haben eine 9, hier ist es immer so, alles ab 8 bis 15 oder 16 verdopple ich. Sollte man nicht machen, aber ich riskiere es einfach, weil ich gleich nichts verlieren werde. So, verdoppeln, mal gucken, ob ich gewinne. 19, sieht gut aus. Und ich habe gewonnen, weil der Dealer eine 18 hatte. Sehr geil. Okay, schon mal geiler Vorführeffekt im Video, hat geklappt. Ehre. So, und nach jedem Win und nach jedem Gleichstand, auch wenn ihr mit dem Dealer Gleichstand habt, auf jeden Fall immer speichern. Bei Gleichstand und bei jedem Gewinn immer abspeichern. Maske, zum Beispiel auf die hier, so. Und warten, bis es gespeichert hat. Wirklich abwarten, ja. Also, wenn es nicht speichern sollte, wenn ihr diese gelbe Ladeschnecke nicht sehen solltet, noch nicht rangehen. So, jetzt rangehen. Und weiterzocken, immer mit Höchsteinsatz. So, und bevor ich das mache, erstmal gucken, ob ich hier meine... Genau, das solltet ihr euch vorher natürlich auch zurechtlegen. Wieder Internet trennen und Internet verbinden. Dann geht das doppelt so schnell wie mit dem Anwendung-Schließen-Trick. Wieder 50.000 setzen. Und wie gesagt, zwischen 8 bis 16 würde ich sogar noch verdoppeln. Zum Beispiel jetzt würde ich immer noch verdoppeln. Macht man normalerweise nicht. Immer so bei 10, 11 verdoppeln. Aber ich riskiere es halt, wie gesagt, weil meine Einsätze werden hier nicht abgespeichert. Warte mal, ich habe zu lange gelabert. Mal sehen, ob das jetzt noch klappt, Alter. Sonst habe ich nämlich verkackt. Ich glaube, sonst wird wieder gespeichert. Hoffentlich nicht. Oh, 21, geil, Blackjack. Digga, ich habe gerade überlegt. Ich habe doch zu lange gelabert. Nicht, dass jetzt schon wieder gespeichert hat, Digga. Nice, hat wieder geklappt. Ich habe 21, Blackjack, Dealer abgezogen. Ehre. So, und jetzt natürlich wieder speichern. Accessoires. Keine Ahnung, Ananas-Maske. Wieder warten, bis gespeichert. Unten rechts die kleine gelbe Ladeschnecke. Und dann wieder zocken. So, jetzt habt ihr wieder ein Zeitfenster von 30 Sekunden. Erst nach 30 Sekunden wird das Game wieder irgendwas speichern. Das ist halt das Geile. So, jetzt werden eure Einsätze in dem Zeitfenster nicht gespeichert. Ich habe 9. Gucken. 12. Ups. Okay, kein Blackjack. Ich dachte, er hat einen Blackjack. So, wie gesagt... Hier in dem Fall würde man normalerweise nicht verdoppeln im Real Life und auch nicht so im Game, sollte man es eigentlich nicht machen. Aber wie gesagt, ich mache auf volles Risiko, ich kann ihn gleich wieder schließen. 20, Ehre. Okay. Dealer Bust. Wieder 100.000, Alter. Ehre, 100.000 gewonnen. Ich kriege zwar jetzt 200.000 zurück, aber das ist natürlich nicht mein Gewinn. Mein Gewinn sind 100.000 mit meinem Einsatz von nochmal 100.000, den ich auch wieder zurückbekomme, sind 200.000, ja. Und ich habe jetzt innerhalb von ein paar Minuten ein paar 100.000 GTA-Dollar gemacht, was extrem geil ist, ja. Einige hatten halt gesagt, ja, der Dealer gewinnt hier 10-mal hintereinander oder so. Kann passieren, dass ihr mal eine Pechsträhne habt. Das kann genauso passieren, dass ihr mal eine Glückssträhne habt. Ihr könnt ja innerhalb von einer Stunde circa... im Durchschnitt 1 Million GTA-Dollar pro Stunde machen, solo. Wenn es extrem gut läuft, 2 bis 3 Millionen sogar, ja, oder noch mehr. Keine Ahnung, müssen wir mal austesten. Ich mache mal so im Durchschnitt 1 Million GTA-Dollar pro Stunde. Hier verdiene ich wirklich das meiste Geld mit. Wirklich die meisten Chips, die ich ja gerade am Start habe, habe ich mit Blackjack gemacht, ca. 70% davon. Den Rest mit Automaten und ein bisschen Pferdewetten. Ich finde Pferdewetten ein bisschen zu langweilig, von daher mache ich lieber Blackjack. So, jetzt wieder auf jeden Fall den Einsatz, den Gewinn, den ich gerade gemacht habe, speichern. So, auf nichts. Kurz warten, bis es gespeichert hat. Alter, ich wollte euch doch eigentlich nochmal zeigen, wie das ist, wenn ihr verkackt. So, gespeichert, wieder rangehen. Ich hoffe, ich verkacke jetzt mal. Oder ich habe jetzt krass einen Streak am Start. Keine Ahnung. So, 50.000 wieder wetten. Und, ja, okay. Ich könnte einen Blackjack bekommen. Eine 15. Pass auf, ein Ass zählt jetzt halt
als 1 oder als 11. Das heißt, wir haben jetzt entweder eine 15 oder eine 5. Okay, ach, scheiß drauf. Weißt du was? Ich verdoppel nochmal. Ich habe wieder eine 20. Alter, was zum... Okay. Okay. Na gut, passt eigentlich ganz gut zum Video. Habe ich mal einen Winning Streak. Ehre. Okay. Wird ja langsam langweilig hier, immer nur gewinnen. Also es war's. Wieder mal Ananasmaske wechseln. Mal wieder speichern kurz. Meinen Gewinn abspeichern. Digga, ich will doch endlich mal verlieren. Dass ich euch wirklich zeige, dass eure Einsätze nicht gespeichert werden mit der Methode. Wieder rangehen. Dass eure Verluste nicht gespeichert werden. So. Wieder setzen. Und mal gucken, ob ich verkacke diesmal, hoffentlich. Ach, hin. Okay, 8. Okay, verdoppeln wieder. 50k. 18, sieht wieder gut aus für mich. 13. 17, ich habe wieder gewonnen. Was zum... Alter, was soll das hier? Ich will euch doch einfach nur mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich verkacke, Alter. Was ich da mache. Digga, was soll das hier? Okay. Ich wechsle wieder meine Ananasmaske zu nichts und warte, bis es speichert. Lol. Okay. So. Dransetzen. 50k. Ich meine, ihr könnt jetzt mal, ich habe jetzt nicht den Überblick, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich jetzt in den paar Minuten hier gemacht habe. Aber es müssten um die 500.000 gewesen sein. Ich habe wieder eine 19. So, und das Ding ist jetzt, wenn eine 19 kommt, Alter, dann... werde ich direkt halten. Also riskiere ich nichts weiter. Okay, er hat gewonnen. Sekunde. Internet trennen und wieder verbinden. PSN-Taste doppelt drücken. Ich werde in den Story-Modus gekickt. Ich habe mich gerade ein bisschen verklickt gehabt. So, und gehe jetzt aus dem Story-Modus direkt wieder in den Online-Modus, in eine private Sitzung und bin dann wieder beim Blackjack-Table. Und meine Verluste wurden nicht gespeichert. Bin jetzt wieder zurück im Penthouse, wieder gespawnt und mein Kontostand ist immer noch derselbe, immer noch dieselbe Chips-Anzahl. Mir wurde nichts abgezogen, obwohl ich verkackt hatte. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wieder rangeht an den Tisch, dann auf jeden Fall gleich mal speichern, bevor ihr das erste Mal rangeht. So, Ananasmaske, kurz auf diesen kleinen gelben Ladekringel da unten abwarten. So, jetzt wieder rangehen. 50k setzen, Maxbet, maximale Wette. Und ich setze jetzt einfach mal, egal was ich bekomme, ich werde es einfach verdoppeln. Ich hoffe, ich verkacke, dass ich es euch nochmal zeigen kann. Oh, ich kriege einen Blackjack, schon wieder, was? Mann. Egal. Da. Alter, beim Blackjack ist es so, wenn ihr den zuerst bekommt mit den ersten zwei Karten, kriegt ihr nochmal einen kleinen Bonus. Ich habe jetzt nochmal 25.000 oben drauf bekommen, als Bonusgewinn sozusagen. Passiert halt immer, wenn ihr sofort den Blackjack hittet mit den ersten zwei Karten. Jetzt, wie gesagt, wieder abspeichern. Und jetzt zu den Leuten, die Blackjack ganz normal zocken wollen. Also ohne Internet trennen, ohne Anwendung schließen oder irgendwas. Ihr wollt Blackjack ganz normal zocken. Ihr macht eure Einsätze und wenn er verliert, dann verliert er halt. Wenn er Gewinn macht, macht ihr Gewinn. Da gibt es eine richtig geile Strategie, die nennt sich hier die Blackjack-Basisstrategie. Das ist eine Tabelle, die wurde irgendwann mal in den 50er Jahren entworfen, diese Strategie, mit einem IBM-Computer. Und der hat er ausgerechnet, welche Wahrscheinlichkeiten habt ihr bei welchen Händen gegenüber den Dealer-Händen? Ich erkläre mal kurz euch die Tabelle. Auf der linken Seite habt ihr eure Hände. Also was passiert zum Beispiel mal ganz oben angefangen, wenn ihr eine 5 oder eine 8 habt auf der Hand? Und dann geht ihr oben rüber zu der Dealer-Hand. Diese 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ass. Das ist die Hand des Dealers zum Beispiel. Was macht ihr, wenn ihr eine 8 habt und der Dealer eine 10 hat? Dann heißt es hier Hitten. Also H heißt Hit. Ihr zieht dann eine Karte. So, jetzt gehen wir zum Beispiel ein Stückchen runter. Was macht ihr, wenn ihr eine 9 habt und der Dealer hat eine 3? Dann verdoppelt ihr, also D wie Double. Was macht ihr, wenn ihr eine 12 auf der Hand habt und der Dealer hat eine 4? Ich bin ein Stückchen mal runtergegangen. Dann steht es hier Stand. Ihr müsst also halten. Ihr zieht keine weitere Karte, ihr verdoppelt nicht. Jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen weiter runter. Was passiert, wenn ihr zum Beispiel eine 2 und noch eine 2 habt oder eine 3 und noch eine 3? Und der Dealer ein 2 hat, dann steht ja P, das heißt splitten. Also ihr splittet die Karten mit R1 auf der PS4. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht und immer mit verdoppeln und ich hatte irgendwann nach einer halben Stunde 500k plus, Alter. Aber dann hat meine Verdopplungsstrategie auch nicht mehr funktioniert, weil der Dealer irgendwann hatte dann Streak gehabt, hat er 6-7 hintereinander gewonnen gehabt, Alter. Und das war gar nicht schön, ja. Da funktioniert eure Verdopplungstaktik auch nicht mehr und macht ja letztendlich mehr Verlust. Also am besten immer den gleichen Einsatz reinballern. Und ihr fahrt da ganz gut mit. Blackjack macht dadurch richtig Fun und ihr macht im Prinzip kaum Verlust dadurch. Ich habe eine 18, da kann ich gleich halten. Da brauche ich nicht mal auf die Tabelle gucken. So. Jo, und jetzt nochmal kurz,
was zum Thema Automaten. Ob die Automaten, jo, alles klar, Dealer hat gewonnen. Nochmal kurz was zum Thema Automaten. Sind die Automaten vielleicht sogar manipuliert? Ich habe festgestellt, wo ich über 12 Millionen Chips gekommen bin, habe ich kaum noch was an den Spielautomaten gewonnen. Das Maximum, was ich in den letzten 3-4 Tagen gewonnen hatte, das waren 250.000 GTA-Dollar. Vorher, wo ich noch unter 12 Millionen Chips war, hatte ich komischerweise immer mehr gewonnen. So 600.000, 1,2 Millionen Jackpots geknackt. Richtig krass abgeräumt eigentlich. Aber jetzt ab 12 Millionen, wo der Tresor komplett voll ist mit Chips, kaum noch Gewinner an den Automaten. Keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt. Warte mal, 14, was haben wir? 14, 2, halten. Aber es hatten auch viele Leute in die Comments geschrieben, dass irgendwie die Automaten manipuliert sind, wenn man die maximale, ich sag mal so, wenn man die 12 Millionen hat, dass der Tresor komplett voll ist, dass man dann viel weniger an den Automaten gewinnt. So. Da hat nämlich auch Leute geschrieben, die hatten einfach mal ihr Geld abgebucht gehabt, so viel Geld abgebucht, dass sie dann unter 12 Millionen hatten und dann hatten die wieder mehr gewonnen an den Automaten. Ihr könnt es mal versuchen. Also wenn ihr jetzt über 12 Millionen haben solltet und ihr merkt, fuck, ich verliere an den Automaten bzw. gewinne kaum noch was, bucht mal so viel Geld ab, dass ihr dann nur noch 11 oder 10 Millionen Chips habt zum Beispiel und versucht es dann nochmal, ob es dann klappt. Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass Rockstar Games hier die Automaten manipuliert hat. Na jedenfalls war es das hier zu den besten Casino-Geldtricks, die zurzeit immer noch tipptopp funktionieren. Wir haben eine 16, Dealer hat eine 5, warte mal, 16, 5, halten. Und ich würde sagen, probiert es mal aus. Blackjack mit der Tabelle zocken macht übelst Fun. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Oh geil, wir können splitten, wir können das Ass splitten. Und nach Tabelle können wir jetzt, egal bei welcher Dealer-Karte, immer splitten, wenn wir zwei Asse haben. Das meine ich damit. Okay, so, schieb da rüber. 15 da. Eine 18. Die rechte Seite halte ich. Da habe ich schon eine 18. Mal gucken. Ass und eine 4. Was machen wir da? Warte, kurz gucken. Ass 4 und Dealer eine 6. Da können wir verdoppeln. Geil. Uff. Oh mein Gott. Scheiße. Also linke Hand hat verloren, aber rechte Hand hat gewonnen. Anyways, ich bin jetzt wirklich raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.